Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Erstmal speichern. So. Achso, ich muss hier drinnen warten. Was ist das für ein Scheiß? Hier lang. War nicht böse gemeint. Ach, guck mal, hier. Interessante Fotos. Passiert da gleich irgendwas? Nö. Okay. Habt ihr immerhin alle die Fotos von dem Dorf gesehen, als es noch schön war? Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Digga, hier ist die Pest und die saufen da. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Was ist das denn jetzt für ein 31er? Ich rette die und der macht so. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Was ist morgen? Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Tot. Nein. Er ist gestorben. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Der ist bestimmt in diesen fetten Typen mutiert worden. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja, klar. Ja. Kommt. Kommt her. Okay. Jetzt wird es mysteriös. Ich bin der größte Ehrenmann. Ich bleib einfach sitzen, ja? Sherrock, was geht? Ich bin eben schon einmal gestorben, ganz am Anfang. Ich bin zu schlecht. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod. Preisen wir euch, Mutter Miranda. Wer ist Mutter Miranda, Alter? Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Ich kenne Miranda Fanta. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz. Echt? Auch bei diesem Angriff von den Monstern da? Mit dem fetten Typen? Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Digga, mein ist Tee. Schlag ihn doch! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Ich hab doch eine Pumpgun! Lass ihn los! Bam! Ja, die Stelle war echt mies.
Ich wusste nicht, was ich machen muss. Ich bin so rumgerannt, bis mir dann irgendwann, oder bis es dann irgendwann halt von alleine vorbei war, ne? Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. You killed your daddy, bitch. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Ja, dann nehmen wir das Auto und fahren einfach weg von dem Dorf hier. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Ach, warum das denn? Warum muss ich denn die jetzt auch retten? Wir müssen hier raus. Habe ich ja kein Verständnis für. Wohin? Kommt die mit, oder? Kraut? Wo ist Kraut? Wir müssen irgendwie hier durch. Wo muss ich durch? Warte mal, hier. Junge, wo bleibt die denn? Okay, ich kann... Ohne Schlüssel lässt sich der Motor nicht starten. Ja, gut. Schlüssel habe ich ja allgemein hier ein Problem mit. Dann suchen wir hier mal einen Raum nach dem anderen ab. Was haben wir hier? Ist das Gold? Lay. Lay. Schraubenzieher aus dem... Was? Aus dem Schlüsselanhänger? Was für ein Schlüsselanhänger? Autoschlüssel. Nice. Und hier ist ein... Okay, perfekt. Dann starten wir die Kiste mal, ne? Mist, das Feuer breitet sich aus. Ach Quatsch, Schraubenzieher, wahrscheinlich. Du gehst pennen! Was hast du vor? Geh rüber, hiermit kommen wir raus. Ja, wir haben ja schon 9 Uhr, okay. Ja, dann schlaf gut. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen Abend. Ab 8 Uhr geht die Post ab. Bis tief in die Nacht. Devour. Gartic. Among Us. Es wird wild. Okay. War anscheinend nicht so eine gute Idee. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Lauf doch, Digga. Er bleibt einfach sitzen. Erstmal schön angucken. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß, aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's. Es war so klar. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ich frage mich immer noch, wie der den Verband um seine Hand gemacht hat. Der war nicht da. Ich hatte keinen Verband. Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht.
Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Und jetzt küss sie. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Ach, Digga. Ja, selber schuld. Nicht bewegen! Lass sie weg. Los, nimm meine Hand! Der frisst sie doch jetzt eh an. Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Okay. Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Jetzt müssen alle sterben! Das ist einfach nicht fair. Komm, weiter jetzt. Ich will nicht auch noch sterben. Ich versteh's nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Was geht von vorne los? Fuck! Okay. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, dieses Teil hier, ne? Mit dem Schraubenzieher kriege ich das bestimmt auf. Mhm. So, jetzt muss ich... Ach nee, jetzt muss ich wieder... Okay. Kann ich hier lang? Nee. Ich will nicht durch das Feld gehen. Da waren die Viecher drin. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Okay. Das war die Frau aus dem Schloss, ne? Dass die Hexe schon wieder, ob die wieder mit mir reden kann? Gucken wir doch mal. Der Tod findet sie alle. Wo war denn diese komische... Dieses komische Tor? Das war noch hier vorne. Hier, perfekt. Das sieht ja komisch aus. Sesam, öffne dich. Nur Blut und Tod. Na dann. Okay, gleich bin ich schon im Schloss. Ist das der Keller aus der Demo? Nee, ne? Nee, ist er nicht. Sieh an, sieh an. Ach, wer ist das denn jetzt? Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hahaha.